Wenn ein Mensch in die Eisfläche einbricht, unterkühlt man sehr schnell. Das heißt, der Körper wird überall nass, das kalte Wasser kühlt den Körper schnell runter und innerhalb von wenigen Minuten kommt es wirklich dazu, dass man sich als, auch als Erwachsener nicht mehr über Wasser halten kann. Meine Aufgabe war es speziell, mit diesem Heli-Hensen-Anzug, der mich vor dem kalten Wasser schützt, selbst wenn ich einbrechen sollte, an einer Leine gesichert, so schnell es geht, zu dem Verunfallten vorzulaufen und ihn vor dem Ertrinken zu sichern. Ist ja im Uferbereich irgendwo eingebrochen, kann ich eine der Eisleitern hier in Düsseldorf nutzen oder ich strecke ihm einen langen Ast entgegen oder vielleicht meine Jacke, den langen Ärmel rüber, dass er sich daran festhalten kann, um ihn einfach näher ans Ufer zu ziehen. Sind Menschen genau in der Mitte des Sees eingebrochen, dann kann ich dort als Passant nicht helfen.